Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute wieder einen Pull&Bear-Haul. Ich kann euch den letzten gerne hier oben verlinken. Aber ich habe schon ein paar Sachen anprobiert. Es wird kein First Impression Try-on-Haul. Aber ich habe nicht alles anprobiert, also nur so ein paar Sachen. Und ich habe mir tatsächlich mit meiner Mom und meiner Schwester teilweise den Arsch abgelacht. Das war... Wieso produziert man überhaupt sowas? Das ist furchtbar. Aber gut. Lasst uns beginnen. Das letzte Mal durftet ihr ja abstimmen nach diesem Take-or-Toss-System quasi, ob ich es behalten soll oder zurückschicken soll. Ich habe natürlich alles selber entschieden schon. Also ich habe davor, bevor das Video online war, schon die Sachen zurückgeschickt, die ich nicht haben wollte. Aber mich interessiert dann trotzdem immer so ein bisschen die Meinung, wie andere das sehen. Beim Hochladen habe ich dann bemerkt, dass man gar nicht so viele Sachen als Umfrage markieren kann, sondern nur 5 Stück. Das heißt, ich werde auch maximal nur 5 Stück, bei denen ich mir unsicher bin, euch hier dann einen... Das allererste Teil ist wirklich sehr, sehr basic. Das trage ich jetzt schon. Ich wollte einfach so ein bisschen diesen so einen Rollkragenpullover in schwarz. Und ich finde super selten einen, der wirklich schön und eng und perfekt geschnitten ist. Der hat hier noch so einen Reißverschluss. Da könnte man quasi den aufmachen, wenn man jetzt irgendwie... Na, obwohl so weit oben fangen die Boobies jetzt eh nicht an. Für eine bestimmte Date Night oder so. Werde ich nie haben, deswegen bleibt er zu. Entschuldigt bitte, falls irgendwie im Hintergrund hier Müll liegt oder Kartons oder irgendwas. Das ist hier gerade so ein bisschen Umzugs. Ich trage meine Batman-Hosen im Übrigen. Der ist relativ lang, also der geht mir so, ich würde sagen, bis zur Hälfte über den Po. Ich bin 1,60 groß, ich trage meistens bei Oberteilen XS und bei Hosen trage ich S. Meine ungefähren Maße sind, ich habe ein A-Körbchen, ich glaube, es ist irgendwas bei... 78, 60 oder 61, 85 war es, glaube ich. Als ich trainiert habe, hatte ich fast 90. Aber ich könnte mit 90 Brüsten nicht umgehen. Ich wüsste gar nicht, wohin damit. Ich habe mir mal so überlegt, so über die Jahre, also das Höchste, was ich irgendwie verkraften könnte, wäre ein B. Und wenn ich dann schon C hätte, ich wüsste gar nicht, wohin damit. Kann man dann noch auf dem Bauch schlafen? Ich glaube nicht. Super, super eng. Also wirklich, ich habe babydünne Spaghetti-Ärmchen und der sitzt... Aber ich glaube, ich mag ihn ganz gern. Er könnte tatsächlich an der Taille so ein Ticken enger sein, dafür, dass er an den Ärmeln so super, super eng ist. Aber ich finde, es geht. Den habe ich auf jeden Fall schon gestern in der Arbeit getragen. Der ist schon ein bisschen fusselig, da ist schon ein bisschen Hasenfell dran. Den behalte ich. Ich werde euch im Übrigen alles unten in der Infobox verlinken. Das ist keine bezahlte Kooperation. Ich habe leider alles selber bezahlt. Das sind keine Affiliate-Links, das heißt, ich bekomme keine Provision. Leider. Und ich muss dazu sagen, ich habe mal versucht, mich bei so einem Affiliate-Programm anzumelden für solche Shops. Ich habe es ums Verrecken nicht geschafft und ich habe es mehrmals probiert über Tage. In der Zeit hätte ich jemanden bezahlen können, dass er mir das macht, aber auf jeden Fall habe ich denselben nochmal in so einem Senfgelb bestellt. So Ocker, kann man das so sagen. So, und ich muss... Oh, ist das durchsichtig? Nee, so schlimm ist es nicht. Das sitzt auf jeden Fall ein bisschen enger und es ist kürzer. Also es ist wirklich auf jeden Fall so ein Stückchen kürzer, aber es ist exakt derselbe Pullover. Ich habe nur die Farbe geändert. Kann man auch hier vorne zumachen. Wer hat im Übrigen auch dieses komische Fett hier? Bin ich die Einzige? Vor allem, ich bin halt so mega dünn und ich habe halt, wenn ich irgendwie nicht so super viel Sport und Aufbau mache, dann habe ich schnell knochige Schultern, also als allererstes. Und dann habe ich so knochige Schultern und dann kommt hier auf einmal so eine Speckwulst raus. So. Welche Hose zeige ich euch zuerst? Die gute oder die schlechte? Machen wir erst die gute Hose, okay? Die behalte ich nämlich auch. Ich habe mir nämlich so eine beigefarbene Camo-Hose bestellt. Also die gibt es auch in so einem ganz normalen Camouflage. Da sind 2 Flecken drauf. Das ist so eine typische und ich habe die gestern mit diesem schwarzen Pullover getragen, also dem schwarzen und solchen Lederstiefeln. Ich sah original aus wie Kim Possible. Vor allem, ich habe am Morgen in den Spiegel geschaut und dachte, so kannst du nicht in die Arbeit gehen. Bin ich dann trotzdem, I don't care. Ist hier unten so ein bisschen zusammengerippt, das ist auch relativ eng. Aber die hat große Taschen, die hat hier nochmal extra Taschen. Aber ich finde die echt ganz gut. Ich finde, die sitzt auch gar nicht mal so schlecht. Je nachdem, wie ich stehe, ist hier so ein kleines Stielchen, das irgendwie hier so rauskommt. Da krempelt sich die Hose so ganz komisch. Aber ich finde es auch gar nicht mal so schlecht. Also es ist in Ordnung. Große Taschen, was ja bei Frauen nicht immer gegeben ist. Ich finde, die trägt relativ viel auf. Was mich aber jetzt auch nicht stört, also... Aber ich finde die ganz gut. Jetzt habe ich hier schon mal einen Farbfleck. Hier habe ich, glaube ich, Sojasauce, weil ich beim Asiaten war in meiner Mittagspause. Und jetzt kommt die andere Hose. Die ist ein bisschen weiter. Ich dachte so, okay, so 90s-Style. 90s-Style, also man kann hier auch lesen, 90s-Style. Vor allem so vom Logo und so dachte ich, okay, das ist voll so Prince von Bel Air, die Richtung. Und ich mag ja auch diese 90s-Style und so ein bisschen Mom-Jeans und ein bisschen weiter. Da habe ich absolut kein Problem damit. Aber das...
Und jetzt Achtung. Kann man erkennen, wie schlimm es ist? Es ist auf jeden Fall ein Look, definitiv. Aber es ist definitiv nicht meiner. Damit könnte ich irgendwie auf einer Farm arbeiten. Hallo Freunde, I'm coming from Texas. Wir haben hier viele freilaufende Kaninchen und viele Kühe. Weil man auch so in Texas redet. Online sah es wirklich sehr, sehr cool aus. Und ich wollte eigentlich einen Jeans-Overall. Und ich finde, sowas kann richtig cool sein. Aber dieser kleine Grat zwischen cool und so schmal. In dem Fall ist er nicht cool, leider. Die Qualität, ich dachte erst, es wäre ein Kordstoff. Meine Mama meinte, nein, das ist Jeans. Für mich ist es ein Kordstoff. Es hat auch dieses Gerippte von einem Kordstoff. Hätte geil sein können. Ist es aber nicht. Als hätte ich meinen neuen Job in den Abwasserkanälen angefangen. Ich kann den auch nicht gescheit zumachen. Ein Knopf ist davon auch irgendwie ziemlich kaputt. Der ist nämlich nicht vorhanden. Und ich will ihn auch gar nicht schließen. Der sitzt halt überhaupt nicht. Der ist viel zu locker. Der Stoff ist irgendwie komisch. Die Taille ist nicht richtig an der Taille. Das ist so komisch geschnitten, dass es hier so, hier ist die Taille. Und das ist so ein bisschen drunter. Und dann fällt es aber hier so komisch gerippt drüber. So, Hintern gleich, nicht mehr vorhanden. Ich finde es extrem ungeil. Deswegen geht der auch zurück. Das ist der nächste Pullover und den finde ich super, super cool. Und ich meine, es ist ein Pullover. Hat jemand was anderes erwartet, als dass ich ihn gut finde in Oversize? Ich wollte mir eigentlich einen Kapuzenpulli bestellen und ich bin halt irgendwie so gar kein Kapuzenmensch. So gern einen, aber das stresst mich extrem, weil ich finde, die sitzen nie 100% und ich hätte eigentlich gern so einen schwarzen, richtig bequemen, coolen Hoodie. Also komplett schwarz mit einer Kapuze. Er ist in S36. Ich liebe die Blau-Weiß-Kombi, also ich habe super viele Pullover, die irgendwie in Blau-Weiß sind. Ich mag die, weiß ich nicht, das hat so ein bisschen was Maritimes und das mag ich sowieso ganz gern. Und den fand ich, ja, toll. Der ist auch super bequem, also der ist innen auch sehr, sehr flauschig. Ich mag die Stoffe total gern. Den werde ich auf jeden Fall zu 100.000% behalten. Also den, I love it, I love it. Dann habe ich mir so einen bestellt. Ich wollte unbedingt einen in diesem Farbton, also in so einem Bordeaux, dunkelrot irgendwie. Sowas habe ich noch gar nicht. Ich mag es, dass der Kragen nicht rund ist. Ich wollte unbedingt auch einen mit so einem V, so ein bisschen V-Kragen. Allerdings ist auch nur auf einem Ärmel, so sind diese drei Sterne drauf. Und naja, ich habe ihn noch nicht anprobiert, den werde ich jetzt anprobieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich ihn finden soll. Ich finde, so rosa finde ich eigentlich echt ganz cool. Aber diese kack drei Sterne nerven mich. Warum macht man sowas? Vor allem auf den Ärmel und dann auch noch außen. Diese Sterne nerven mich so krass. Ich finde die so hässlich. Warum macht man sowas? Aber eigentlich finde ich ihn ganz cool. Und ich mag so den V-Ausschnitt hier vorne. Der ist schon cool. Der ist schon cool. Ich mag den schon. Ich kann da nicht hinschauen. Aber ich glaube, ich behalte den. Ich glaube, ich kann da drüber hinwegsehen. Weil so... Doch, ich sehe es. Irgendwie sind solche Try-on-Hauls bei mir immer so ein Chaos. Die haben so gar keine Struktur. Es ist irgendwie durcheinander und so. Naja, bei dem bin ich mir nicht sicher. Aber eigentlich will ich ihn schon behalten. Weil ich will die Farbe, ich finde den Kragen toll, ich finde den Aufdruck toll. Der ist super bequem. Es sind nur diese hässlichen drei Sterne. Der ist super. Der ist super. Ich liebe es. Und der ist noch größer. Aber warum ist der noch größer? Das ist M. Liebe die Farbe grün und dann in Kombination mit grau finde ich das immer super schön. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die Farbkombi. So wie blau-weiß finde ich grün-grau total schön. Und er ist super oversized. Er geht mir so ganz, ganz knapp über den Po drüber. Ich bin halt voll der Fan von diesen College-Pullovern. Der ist so weich, er ist so weich, er ist einfach so weich. Bin ich eigentlich die Einzige, die sich die Haare auch immer bei sowas zusammen macht? Um zu schauen, wie es aussieht, wenn man es zusammen macht, weil es immer anders aussieht. Ich finde den super. Der Pullover, der ist, obwohl er ist schon groß, aber er ist nicht so mega in die Breite groß, sondern er ist sehr gerade geschnitten und ist sehr lang. Und den wollte ich unbedingt haben als Pullikleid. Und ich habe den auch schon vor 2 Tagen in der Arbeit getragen mit einer schwarzen Leggings und meinen Stiefeln zusammen. Passt perfekt, der ist super weich von innen, also das ist so richtig schön flauschig, kann man das sehen, wie schön flauschig es ist. Ich finde den wirklich, wirklich toll. Man muss den jetzt sich nicht mit einer Jeans natürlich vorstellen, sondern irgendwie mit einer schwarzen Strumpfhose und dann, man kann sogar Overknees dazu tragen, das sieht bestimmt auch aus. Und es ist wieder so diese Gelbfarbe, die mag ich
Sehr, sehr. Das ist jetzt ein kurzer Pulli, also für meine Verhältnisse kurz. Ich fand die Farbkombi aber total cool und irgendwie mag ich auch, weiß ich nicht, ich fand's schön. Aber ich glaube, ich finde den cool. Oh, ich dachte, ich muss den zurückschicken, weil er irgendwie so billig aussah, aber eigentlich ist er es gar nicht. Doch, der ist eigentlich schon echt ganz cool. Ich glaube, ich mag den. Die Farben, das ist so ein schönes, so ein blaue Minze, aber Pastell. Und sowas habe ich halt noch gar nicht. Ich habe die Farbe noch nicht. Deswegen muss ich ihn behalten. Den Pullover würde ich euch jetzt auch noch gerne zeigen, beziehungsweise ist eher so ein Sweater. Es ist sehr, sehr klein, kann man vielleicht sehen, aber die anderen sind ja auch so klein und die sind meistens super dehnbar. Ich bin in den Scheiß kaum reingekommen und meine Schwester und meine Mutter müssten mir zu zweit da raushelfen. Ich dachte, ich erstick. Und dann irgendwann ist es hier stecken geblieben und mir voll in den Mund rein, so, hat mir alles abgeschnürt. Das ist lebensgefährlich und das behalte ich nicht. Dann habe ich einmal noch dieses T-Shirt und ich finde es gerade irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht, irgendwie sieht man, dass es so billig ist. Kann man das nachvollziehen? Ich muss T-Shirts immer mit geschlossenen Haaren anprobieren. Das habe ich auch noch nicht anprobiert, keine Ahnung. Irgendwie finde ich es nicht gut. Doch, so kurz. Also es ist nicht so cool kurz. Das ist so, ich muss Bauch trainieren kurz. Nee, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht bin ich mir nicht sicher, weil mir kalt ist. Es ist nicht T-Shirt-Wetter. Aber so ein T-Shirt kann halt auch nicht schaden. Aber ich sage immer, ja, kann ja auch nicht schaden. Und dann schaut mein Schrank so aus, dass ich einen ganzen Riesenschrank nur für T-Shirts brauche. Ich ziehe jetzt einfach wieder einen von den Pullovern an und überlege mir das nochmal, weil mir ist kalt. Ich zeige euch jetzt zuerst das Paar Schuhe, das ich auf jeden Fall behalten werde. Ich wollte mir nämlich so Sommerschuhe kaufen mit so ein bisschen Absatz. Und ich finde die eigentlich ganz schön. Ich habe die auch anprobiert. Die sind wirklich bequem. Aber auch, weil der Absatz nicht so hoch ist. Und dann, ich kriege bei hohem Absatz so, das ist so eine innere Wut, die ich kriege. Und das ist echt schlimm. Ich weiß nicht warum, aber mir tun immer die Füße weh. Das ist nicht, dass ich nicht drauf laufen kann. Kann ich wirklich. Oh, nicht schlecht. Aber, und ich bin halt zu klein. Ich bin gerade 1,60 groß. Und manchmal wären hohe Schuhe echt schön. Und viele Sachen wären eigentlich schön, aber dann ziehe ich halt wieder sowas an. Die werde ich aber auf jeden Fall behalten. Die finde ich für den Sommer ganz schön, für bestimmte Anlässe, die es bei mir nie gibt, wenn mein Leben langweilig ist. Ich habe mir wieder mal weiße Turnschuhe bestellt. Jetzt sind es diese hier. Die sind so ein bisschen, also ich bin absolut kein Fan von diesen Buffalos. Ich dachte eigentlich, die wären mit den 2000ern dann langsam mal ausgestorben. Hey! Hallo, stopp! Hey! Ich hab gesaugt. Kinder sind noch anstrengender als Tiere. Wie soll ich denn mit Kindern umgehen? Auf jeden Fall wollte ich halt nicht zu globige. Ich habe die jetzt in 38 bestellt, weil ich meistens so 37, 38 habe. Die passen auch echt gut. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie einfach zu groß bei mir aussehen, weil ich diese Stockbeine habe. Die sehen einfach riesig aus bei mir. Das ist nicht cool. Die sehen so groß aus. Also ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt so gut sehen kann, aber wenn ich sie mir im Spiegel anschaue, dann schaut das aus, als wäre das so ein Stock in einem See. Mein Akku war leer. Ich glaube, ich war gerade bei den Schuhen. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich die Schuhe zurückschicke. Ich schicke zurück den Jeans-Overall, der ausschaut, als würde ich im Kanal arbeiten. Die Jeanshose, die ausschaut, als würde ich auf einer Texas-Farm leben. Das eine Sweater, das mich fast umgebracht und erwürgt hat. Und die Sneaker, die bei mir ausschauen, als wären es Gesundheitsschuhe. Jetzt reicht's aber. Hallo. Der Try-on-Haul war natürlich genauso durcheinander und sinnlos und wahrscheinlich absolut verwirrend und nicht wirklich informativ wie der letzte. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass er euch gefallen hat, aus welchem Grund auch immer. Ich werde jetzt wahrscheinlich nur die Sachen in die Umfrage reinpacken, die ich auch wirklich zurückschicke. Und da würde mich interessieren, hättet ihr sie zurückgeschickt oder nicht? Aber wahrscheinlich schon. Ich meine, look at me. Genau, dann hoffe ich, sehen wir uns auch bei den nächsten Videos und bis dann eine wunderschöne Zeit. Bye.